Seit Montag drücken sie zum ersten Mal in ihrem Leben die Schulbank. Alina und Julia sind zwei von 15.000 Erstklässlern in Oberösterreich. Und schon bald müssen sie alleine in die Schule gehen. Das kann aber gefährlich sein, denn im vergangenen Jahr sind in Oberösterreich laut AUVA 118 Unfälle mit Kindern am Schulweg passiert. Ein Problem bei den Kindern ist, dass sie natürlich einen völlig anderen Blickwinkel haben als wir Erwachsene, rein durch die Körpergröße bedingt. Heuer ist es besonders gefährlich, weil aufgrund des Lockdowns in der Corona-Zeit waren die Kinder ja nicht in der Schule. Das heißt, auch der Autofahrer ist es nicht gewohnt, dass die Kinder jetzt dann wieder ab Montag in die Schule gehen. Deswegen Appell an die Eltern, bitte schauen Sie, dass die Kinder die Warnwesten tragen. 20.000 solcher Sicherheitswarnwesten werden daher zu Schulbeginn ausgeteilt, direkt von der Polizei an die Tafelklässler. Wichtig ist aber nicht nur diese mitzuhaben, sondern sie auch tatsächlich zu tragen. Die Erfahrung ist so, dass am Beginn die Westen häufig getragen werden und mit der Zeit diese Westen dann oft vergessen werden oder nicht getragen werden. Da mein Appell wiederum an die Eltern, dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder am Schulweg auch die Weste nicht nur mithaben womöglich, sondern auch anhaben. Der Unterschied: in der Dunkelheit erkennt ein Pkw-Lenker ein Kind ohne Warnweste erst bei 30 Metern. Mit Warnweste sind es 150 Meter. Man muss auch den Kindern Eigenverantwortung beibringen. Diese Meinung vertrete ich schon auch. Man kann nicht die Kinder nur behüten, sondern man muss auf die Gefahren aufmerksam machen. Das Wichtigste laut Experten: den Schulweg mehrmals üben. Und das unter realen Verkehrsbedingungen und nicht etwa an einem Sonntagnachmittag. Außerdem den Kindern genug Zeit geben. Die gehen ja nicht immer gezielt von zu Hause zack in die Schule, sondern die wollen sich mit den Freunden unterhalten oder dort oder da entdecken, weiß ich nicht, ein Eichhörnchen oder sonst irgendwas. Das heißt, die brauchen Zeit. Dass der Zeitdruck eine Gefahr ist, zeigt auch die Statistik. Der Großteil der Unfälle passiert beim in die Schule gehen und nicht am Nachhauseweg. Alina und Julia haben ihre Westen erhalten, angezogen und auch gleich geübt. Sie sind also bereit für ihren allerersten Schulweg.